Die Kantate »Wachet auf, ruft uns die Stimme« ist für den letzten Sonntag nach dem Trinitatisfest, und das ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr, geschrieben. Im Zentrum dieses Gottesdienstes, in dem die Kantate am 25. November 1731 zum ersten Mal erklang, steht das Nachdenken über die Wiederkunft Christi. Die Evangelienlesung des Sonntags ist das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, die in der Nacht auf die Ankunft des Bräutigams warten. Diese Geschichte mit ihren so wunderbaren Bildern, den 5 klugen, den 5 törichten Jungfrauen, den brennenden Öllampen, dem Hochzeitsmahl, diese Geschichte prägt alle 3 Strophen des Chorals. Und sie ist auch die Grundlage für die wunderbare Musik, die Bach in 7 Sätzen in dieser Kantate schreibt. Am Anfang der Kantate ist es Nacht. Mitternacht heißt diese Stunde. Und in großer, festlicher Erregung wird der Bräutigam erwartet. Violinen und Oboen tauschen einen punktierten Rhythmus. Dann ein Dialog. Aus welcher Richtung wird der Bräutigam kommen? Aus der ersten Violinen oder aus der Oboe? Ihr müsstet ihm entgegengehen, das sagt der Choral später. Und in jedem Takt von Neuem laufen die ersten Violinen von unten in schneller Bewegung nach oben, ihm entgegen, verbinden sich am Schluss der Orchestereinleitung mit dem punktierten Rhythmus jetzt in den Bässen des Orchesters. Dann der Choral. Er liegt im Sopran in breiten Notenwerten, darunter die anderen 3 Stimmen, Alt, Tenor, Bass, die sich gegenseitig imitieren. Aber Bach lässt den Choral nicht alleine. Er umgibt ihn mit den erregten Rhythmen des Orchesters. Und später intensiviert er den Satz. Jetzt gibt es im Chor Wachaufrufe, die akkordisch, signalartig gesetzt sind und drängende Imitationen der tieferen Chorstimmen. Wach auf, du Stadt Jerusalem! Wach auf, wach auf. Ähnlicherweise wird Bach die verschiedenen Zeilen des Chorals durchführen, immer unterbrochen durch Zwischenspiele des Orchesters. Nur einmal verfährt er anders, weitet den Satz aus. Zunächst der Alt, dann der Tenor, dann der Bass erhalten ein rhythmisch außerordentlich lebendiges Thema. Und wir kennen es schon. Es ist das Dialogthema der Orchestereinleitung. Und
erst später folgt der Choral mit dem langgezogenen Alleluja, aber auch jetzt intensiviert durch diese Rhythmen, die in den anderen Stimmen immer da sind und begleitet von dem punktierten Rhythmus der Streicher und Oboen. Ja. Nach diesem so wunderbar entfalteten, einleitenden Satz nimmt der Tenor das Gleichnis von den 10 Jungfrauen auf. Der Choral hatte gesagt, ihr müsstet ihm entgegengehen. Und er sagt genauer, was die Jungfrauen tun sollen. Wacht auf, ermuntert euch, den Bräutigam zu empfangen. Dort, sehet, kommt er hergegangen. Nach dem ebenso erregten Tenor jetzt etwas ganz anderes. Die Solovioline beginnt mit einem verhaltenen Thema. Es ist geprägt durch eine barocke Verzierung, einen sogenannten Schleifer. Und das macht es so ausdrucksvoll. Anschließend schnelle, auf- und abschwebende Bewegungen. Die Solisten dieses Satzes sind Sopran und Bass. Wie oft in Bachs Kantaten verkörpert der Sopran die Seele, wird auch Tochter Zion genannt. Der Bass ist die Stimme Christi. Und alter kirchlicher Tradition folgend und auf Texte und die schönen Bilder des hohen Lieds Salomonis bezogen, treten sich beide als Braut und Bräutigam entgegen. Bach spaltet das instrumentale Hauptthema von eben in zwei Hälften, lässt einen Dialog beginnen. Und in der Sprache seiner Zeit sagt er, wenn kömmst du mein Heil, wann kommst du? Und er antwortet, ich komme dein Teil. Wenn kömmst du mein Heil, ich komme dein Teil. Wer kennst du? Ich komme. Mein Heil. Dein Teil. Wer kennst du? Ich komme. Mein Heil. Dein Teil. Ich warte mit brennendem Öle. Ein deutlicher Bezug auf das Jungfrauengleichnis. Und Bach prägt die Worte. Ich warte, langgezogene, gehaltene Töne. Dazu die Figurationen der Solovioline, diese schnellen Bewegungen. Das sieht in den Noten ganz schwarz aus. Und sicher bildet Bach hier den Rauch der Öllampen ab. Ich komme. Bis jetzt hatte immer der Sopran den Dialog begonnen. Jetzt im Mittelteil beginnt der Bass. Ich öffne den Saal zum himmlischen Mahl. Wieder himmlisches Mahl, das Jungfrauengleichnis. Lesen Sie es doch mal nach, Matthäus 25. Der Saal scheint sich zu öffnen. Die Musik, die bisher so verhalten war, wird plötzlich hell, freundlich, am Ende sogar enthusiastisch. Ich öffne den Saal. Ich öffne den Saal. Zum himmlischen Mahl, zum himmlischen Mahl. Komm, Jesus. Ich komme. Komm, Jesus. Ich komme. Ich komme. Komm, liebe
Nach führt den Sinnzusammenhang der vorausgehenden Sätze weiter. Zion, also die Seele, die Braut, hört die Wächter singen. Das Herz tut ihr vor Freuden springen. Eine Gruppe von Streichern spielt diesen Gesang der Wächter. Sie, die Tochter Zion, die Seele, lauscht ihm nach, wenn er im Echo verhallt. Und ihre Freude ist in lebendigen Rhythmen, ihr Brautschmuck in verzierenden Trillern abgebildet. Und zu dieser so wohlgelaunten, so pulsierenden Musik tritt im Tenor die zweite Choralstrophe. Im folgenden Satz begleiten die Streicher den Bass, die Stimme Jesu, der die Seele tröstet. Vergiss, o Seele, nun die Angst, den Schmerz. Und Bach tastet diesen Worten mit dissonanten, eigentlich bekümmerten Akkorden nach. Aber dann ganz anders. Ein Zitat aus dem Hohen Lied Salomonis: Auf meiner Linken sollst du ruhen und meine Rechte soll dich küssen. Und plötzlich wird die Musik ganz leicht hell. Vergiss, o Seele, nun die Angst, den Schmerz, den du erholen müssen. Auf meiner Linken sollst du ruhen und meine Rechte soll dich küssen. Und meine Rechte soll dich küssen. Die Leichtigkeit dieses Abschlusses führt Bach weiter in einem zweiten Duett. Diesmal eingeleitet von der Oboe. Mit einem sehr spielerischen, beinahe schon charmanten Thema. Wie im ersten Duett der Kantate teilt Bach das instrumentale Hauptthema in zwei Hälften. Ein Dialog beginnt. Die Seele, Christus, mein Freund ist mein und ich bin sein. Aber danach haben sich Braut und Bräutigam gefunden, singen zusammen. Die Liebe soll nichts scheiden. Mein Freund ist mein und ich bin sein. In diesem wunderbaren Liebesduett beobachten wir etwas sehr Spezielles. Immer wieder trennt Bach die beiden Liebenden. Und er tut das, indem er zunächst große Abstände von Einsatz einer zur anderen Singstimme macht. Aber dann führt er diese Abstände zusammen. Nach einem Takt, ein halber Takt, dann ein Vierteltakt und dann singen sie gemeinsam im gleichen Rhythmus. Am Ende des Mittelteils eine Verdichtung dieses Gedankens. Bach führt jetzt die beiden Stimmen, Sopran und Bass, im Kanon. Seele und Jesus singen dasselbe, werden einander gleich, werden eines.
Die dritte Strophe des Liedes verwendet Bach für den abschließenden Choral. Und er schreibt einen wunderbar klingenden Chorsatz, lässt ihn von fast allen Instrumenten des Orchesters mitspielen. Ein Instrument hat eine unabhängige Aufgabe. Es ist die Solovioline des dritten Satzes. Bach führt sie eine Oktave höher als die Choralmelodie. Sie ist also Abbild himmlischen Glanzes und Klang des Ortes, wo dieses Gloria sei dir gesungen, in einem himmlischen Jerusalem für immer in Ewigkeit erklingt. Und dann noch etwas ganz Spezielles. Von 12 Perlen sind die Pforten, sagt der Choraltext in der Wiederholung der ersten Hälfte. Und Bach schreibt für den Bass des Chores diese Stelle in 12 Noten, seine Zahlensymbolik. Und in wunderbarer klanglicher Intensität, aber auch großer Helligkeit endet diese so wunderschöne Kantate.